Da ist der Ausgleich. Und was für ein schönes. Neves Hastensen. Wer war's? Jan Schäffer? Jan Schäffer. Vom Kreis. Hat erkannt, dass der Torhüter noch nicht wieder drin ist. Der alte Fuchs. Sorry fürs Alter, aber er ist jetzt schon ein bisschen älter. Wirft den Ball. Aber das sind diese Momente, diese Geistesblitze. Das zu sehen. Und das ist ganz richtig für Coburg heute. Es bleibt auf Messerschneide. Also, wir kriegen hier wirklich Handball-Pokalspannung pur. Es wird gerade gewischt. Zeit mal wieder so ein bisschen in die Statistik zu schauen. Mache ich natürlich gerne. Bukowina 16 Paraden, 39%. Eine Mostel im Moment. Mössl natürlich, Entschuldigung, bei 30% gehaltener Bälle. Drüber geworfen. Freiwurf. Jetzt fehlt den Schiedsrichter gerade auch die Courage, auf 7 Meter zu entscheiden, weil es war nämlich einer. Bleibe ich dabei. Also egal, ob man es jetzt aus Lemkoer Sicht oder aus Coburger Sicht zieht, das ist wirklich nicht souverän. Kein Pfiff. Ja, aber gar kein Pfiff. Bukowinas! Nein! Er wirft aufs leere Tor und wirft am Tor vorbei. Das wäre noch das E-Tüpfling für ihn gewesen. Bukowinas! Ja, aber trotzdem kommen wir zu den Schiedsrichterentscheidungen. Die Spieler müssen damit leben. Das ist ja, einfach ja so. Und die müssen weiter Gas geben. Hast du völlig recht. Das darf nicht in den Köpfen stecken. Na, die PS in mir drin ging langsam aber sicher mal. Ja, ich merke es hier schon. Hier wackelt es ganz schön im Kommentatorenbereich. Verlust. Jesper Schmidt auf leere Tor. Coburg geht mit 2 in Führung. 3 Minuten vor Schluss gegen den ersten Gäste. Was ist das für ein Handballspiel? Ballbesitz, Coburg, kein Pfiff. Kein Treffer für Lemgo. Wir sind Zeuge eines besonderen Handballspieles. Was das passiert mit dir, Coburg? Und liebe deinen Zuschauer und Zuschauerinnen, auch da kann ich unseren Thomas hier nicht mehr bremsen. Das ist einfach so. Da kommt es durch. Hat jahrelang selber. Und jetzt gibt es noch eine Verwarnung gegen Florian Kermann. Ja, ich hab's gesagt. Also liebe Handballfans in Lemgo und auch bei deinen jetzt alle am Zuschauertisch, die Zuschauer natürlich egal wo, ist nicht so ohne. Ich hab's ein paar Mal gesagt. 50-50 Entscheidungen treffen gerade alle für Coburg, werden getroffen und das bringt natürlich auch Florian Kermann auf die Palme. Aber jetzt sind wir wieder beim Handball. 2 Minuten 20 noch zu spielen. Ballbesitz Coburg. Wenn jetzt ein Tor erzielt wird, ist es ein Fußzeh im Viertelfinale. Ballbesitz Lemgo. Also ich sag mal so, ich glaube, einige Fingernägel sind schon abgekaut von den Fans. Ballbesitz erhält. Bukowinas hält den Ball mit dem Kopf. Auszeit. Mahmoud Efendic. Leute, was ist das denn hier für ein Handballspiel? Die Schiedsrichter pfeifen praktisch nichts mehr. Auch jetzt hätte man natürlich auch bestrafen können und auch auf Wurf. Bukowinas hält den Ball mit dem Kopf. Auszeit. Wichtig. Ballbesitz Coburg. Noch 2 Minuten. Das Viertelfinale 27, wirklich 25. Zum Greifen nah. Kommt der Haube hoch. Wir spielen der links. 1. Du bist hier. Du läufst ein. Der ganz normal. 1, ja. Du hast Druck, dass er zu dir kommt. Was? Du greifst sie mal gnadenlos an. Alles, was du hast. Kein Abspiel. Gehst live. Wenn das nicht klappt, nochmal. Okay? Einmal Rückzug und den Kopf haben, dass sie jetzt offensiv sein können. Also coole Wenn Offensivbewegung wie Training. Hast du irgendwas verstanden? Es ist so laut in der Halle hier. Aber ich glaube natürlich. Ich weiß gar nicht, ob man die Coburger jetzt noch pushen muss oder sagen muss. Sie wissen genau, was jetzt los ist. Ja, Arne Mahmoud Efendic hat nochmal klar angesprochen, was gespielt werden soll. Natürlich muss die Deckung jetzt offensiver werden. Das Spiel läuft wieder. Wir sind in den letzten 2 Minuten. Crunch-Time in Coburg. Coburg führt mit 2 gegen den Erstligisten. Und Lemgo muss versuchen, den Ball irgendwie zu bekommen, um hier wieder gegenzusetzen. Coburg, Helmersson, Wajkowskis, Fuß.
Drei Tore für uns. Das ist der rechte Fuß im Viertelfinale für den Zweitligisten. Sein siebter Treffer, Merlin Fuß. Drei Tore Führung. Ein bisschen mehr als eine Minute noch zu spielen. Das wäre ein Tor erstmal für Lemgo. Der Torschütze erneut Hendrik Wagner. Wieder reingekommen, aber zwei Tore sind es noch für die Coburger. Die letzte da vorne Minute liegen. Läuft. Werden sie weiterhin der Erstligisten-Schreck, wie ich so gerne erwähne heute. Das ist irre. Was machen sie denn? Der Ball ist weg. Schön gemacht von Schagen. Tor. Und jetzt wird es ein echtes Fehler. Jetzt wird es wirklich. Man darf keine Fehler machen. Bobby Schagen bestraft diesen Fehler glasklar. Es war von Helmersen zu einfach, den Ball da weggeschmissen. Wir sind keine Minute mehr. Spielminute. Es ist. Was habe ich noch so vor einer Viertelstunde gesagt? Was werden wir wahrscheinlich für eine Endphase haben, eine verrückte? Und genauso ist es. 46 Sekunden noch auf der Uhr. Der Zweitligist führt gegen den Erstligisten 28-27. Also es sitzt kaum jemand mehr in der Halle. Das da muss man natürlich sagen. Auf den Sitzen. Ich stehe auch als Kommentator und ich entschuldige mich jetzt schon, wenn Coburg jetzt ein Tor schießen sollte, wenn ich jetzt völlig ausflippe an dein Mikrofon. Ich kann dich leider nicht leiser drehen, sonst würde ich es dann machen. Müssen Sie zu Hause am Fernseher ein bisschen leiser machen. Oh Gott. Merlin Fuß. Aber jetzt warten wir es mal ab. Helmersson. Helmersson! Und da ist es. Victor Helmersson, der Italiener. Gute halbe Minute noch. Schießt die zwei Tore Führung für Coburg. Halkowskis blockt den Ball. Wagner, die brauchen ein schnelles Tor, Lemgo. Lemgo braucht ein sehr schnelles Tor. Schagen am Tor vorbei. Die Sensation in Coburg. Sie ist zum Greifen nah. Es ist unglaublich. Die Handball-Sensation in dieser Pokalrunde. Der Zweitligist HSC 2000 Coburg. 10-10 Punkte in Liga 2 gegen den Erstligisten aus Lemgo. Und los geht's. Ballbesitz Coburg. Dann Schäfer, die schmeißen den Ball tatsächlich nochmal weg. Ich drehe durch. Zwei Tore Führung für den HSC. Helmersen kriegt den Ball. Das war's. Noch nicht ganz. Tor. Der letzte. Und damit ist das Spiel aus. Coburg und das Spiel ist vorbei. 29, 28. Die Pokalsensation im Achtelfinale. Der Zweitligist schmeißt den nächsten Bundesligisten raus. Diesmal ist es Lemgo Lippe. Ist das irre. Hier im Tollhaus von Coburg Arena. Schaut euch das an! Es ist Wahnsinn! Was für ein Kampfspiel! Oh,